unter den Leuten heutzutage, dass wir von einigen Leuten hören, wenn du ihm sagst, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam sagt, der sagt dir, wo steht das im Koran? Du sagst ihm, das steht nicht im Koran, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das gesagt. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das erklärt. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das befohlen. Oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das getan. Der sagt, nein, nein, ich möchte nur Koran. Diese Aussage, ich möchte nur Koran. Wenn man die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Gesamten verleugnet und nicht annimmt, dann kann man niemals Muslim sein. Derjenige, der behauptet, ich wäre Koranit, die behaupten, die wären Koraniyun. Der sagt, ich nehme nur vom Koran. Diese Leute lügen über Allah, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und sie betrügen sich selber und sie betrügen die anderen. Wenn sie den Koran annehmen würden und wenn sie den Koran bestätigen würden, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, wa ati'u Allah, wa ati'u Rasul, gehorcht Allah und gehorcht dem Propheten. Das heißt, wenn du wirklich den Koran bestätigst, dann musst du dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen. Aber weil diese Leute über Allah, über die Religion, über den Propheten lügen und sich selber betrügen, dann behaupten sie sowas. Derjenige, der die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verleugnet und nicht bestätigt und nicht annimmt, dann ist diese Person kein Muslim, ohne Zweifel, liebe Muslime. Dazu, da sagt man, es gibt manche Gelehrten, die unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Hadithen haben. Das wird klassifikationsmäßig. Manche Gelehrten sagen, ein Hadith ist Hassan. Andere sagen, diese Überlieferung ist daif, schwach. Manche sagen, erfunden. Und manche sagen, wir nehmen das nicht. Das ist nicht gemeint, dass man die Sunna hier verleugnet. Wenn die Gelehrten unterschiedliche Auffassungen, Ansichten zu bestimmten Themen haben, heißt nicht, dass sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verleugnen. Aber, dass jemand behauptet und sagt, ich nehme nur vom Koran, ich nehme nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, liebe Muslime, diese Person kann niemals ein Muslim sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, eines Tages wird eine Person kommen und er wird sich hinsetzen und man sagt ihm, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat befohlen, der wird sagen, wir nehmen nur, was im Koran ist. Was im Koran ist haram? Haram. Was im Koran ist halal? Halal. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ich habe wahrlich, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, ist genau, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und wahrlich, ich habe den Koran und so wie den Koran bekommen. Und er hat mit seinen zwei Fingern so gezeigt, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Der Koran und die Sunna sind die Quelle für die Religion der Muslime. Nicht nur der Koran. Wer nur den Koran als Quelle nimmt, dann hat er großen Fehler. Und wer die Sunna verleugnet, hat Kufr begangen, ist kein Muslim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Also lass dich nicht täuschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, afaman kana ala bayyinati min rabbih. Sondern derjenige, der den klaren Beweis von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat und nach dem klaren Beweis lebt, ist nicht wie derjenige, der sein Gelüst folgt, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Derjenige, der keinen Beweis hat. Derjenige, der im Herzen sieht, ist anders als derjenige, der sein Herz blind ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, lieber Muslim, du darfst keinen Zweifel an deiner Religion haben. Und dass einige Gelehrten unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Klassifikationen zu den Hadithen haben, das ist Stärke von unserer Religion. Damit wir nach Wissen suchen, damit wir uns anstrengen, um zu wissen, ob das stimmt oder nicht. Aber, dass man die Sunna unterlässt und keine Sunna haben will, findest du nur bei Leuten, die den irren Weg genommen haben. Und Leute, die behaupten, Koran zu befolgen, aber sie befolgen nicht den Koran. Wer den Koran befolgt, muss der wissen, Koran und authentische Sunna sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber warum gibt es von Feinden des Islam, die gegen die Sunna viel hetzen? Koran können sie nicht. Warum? Weil Koran kam durch Tawatur. Also so viele Menschen haben den Koran überliefert. Und die können nicht den Koran angreifen. Aber die Sunna werden sie angreifen immer. Damit sie am Ende zeigen, dass der Islam falsch ist. Und die Leute, die krank im Herzen sind, machen sowas. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg des Islam festigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg des Sunnah des Propheten festigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns auf Zeit verdienen.